ist irgendwas drin. Was ist es? Keine Ahnung. Yep. Verlieren wir lieber keine Zeit. Das ist mal wieder so typisch. Mann, ist das hartnäckig. Mein Eis kommt dagegen kaum an. Huch, Leute! Hallo? Welches Jahr haben wir? Das weiß inzwischen niemand mehr so ganz. Es hat geklappt! Zumindest habe ich das Gefühl, das hier ist doch die Zukunft, oder? Wer bist du? Sowas wie der Eiskönig in Hübsch? Oh Mann, jetzt geht's los. Halt dich zurück, Kurzer. Ich war zuerst da. Bleib mal cool. Ha, cool. Checkt ihr's? Ich bin Patience und Pim. Das Eiselemental. Juhu! Habt ihr das gesehen? Das war Eis aus meinen Händen. Man nennt mich den Eiskönig. Eis ist auch mein Ding. Er hat sich heute schon wirklich ausgepowert. Epp, also ich finde dich ziemlich groovy. Sag mal, willst du mein Akolyt sein? Klar, was ist das? Sowas wie dein Freund? Eher mein Praktikant. Oh. Nein, du hast recht. Eigentlich ist es wie ein Freund. Cool. Du bist cool. Ne richtig coole Socke. Echt? Ja, hey, vielleicht klingt das jetzt irgendwie komisch, aber weißt du, wo die Schlamm-Candy- und Feuertypen sind? Sie redet über die Prinzessinnen. Ich krieg ein komisches Gefühl bei der Sache. Ja, sagen wir ihr. Oh, du meinst sicher Schlammprinzessin, Prinzessin Bubblegum und Flammenprinzessin. Prinzessinnen? Wir sind voll so. Hol mir die Prinzessinnen. Geht in Ordnung, Boss. Was? Schick mir eine Postkarte, wenn du da bist. Hey. Ah! Eiskönig, ich werde dich. Später vielleicht. Hey Leute, ich weiß, dass das komisch und verwirrend und komisch ist, aber die gute Nachricht ist, ich bringe die Band wieder zusammen. Ist das nicht großartig? Wovon redest du überhaupt? Du checkst es wohl echt nicht. Okay, jetzt folgt etwas Elementalgeschichte, also hört genau zu. Seit das Leben auf dem Planeten existiert, gab es immer die vier wichtigsten Elemente. Feuer, Eis, Candy und Schleim. Über Millionen von Jahren lebten und starben die Elemente und lebten erneut. Ich war damals die Verkörperung des Eiselementals. Und ihr wart ebenfalls dort. Manchmal trafen wir uns auf einen Café. Damals gab es keine Zauberei, also waren unsere Kräfte beschränkt. Aber als unsere Kräfte stärker wurden, sahen wir plötzlich Visionen. Visionen von der Zukunft. Die Welt sollte sich drastisch verändern. Eine große Katastrophe, die wir wahrscheinlich nicht überleben würden. Der Gedanke an unseren Untergang machte uns Angst. Ich dachte dann, hey, was, wenn wir nicht untergehen? Was, wenn ich uns einfriere und wir die Katastrophe abwarten? Aber euren alten Versionen gefiel das gar nicht. Ihr habt angenommen, dass eure Elemente weiterleben würden. Ihr dachtet, ich würde etwas verleugnen. Also ging ich allein weg und fror mich ein. Und ihr wurdet vernichtet.